Hallo, wir zeigen euch heute, wie man einen Kercher K4 in dem Fall auseinander nimmt. Wir haben das Problem, dass wir unseren Kercher aufmachen wollten, das Gehäuse entfernen, um gewisse Dinge zu reparieren. Aber wir haben keine Anleitungen gefunden, wie es geht. Deswegen hat unser Kercher hier, der K4 Premium, ein bisschen gelitten. Wir haben ein paar Sachen zerstört. Und damit euch nicht das Gleiche passiert wie uns, zeigen wir euch, wie es richtig geht. Also, was brauchen wir dazu? Wir brauchen vor allen Dingen einen 15er Torx, in unserem Fall einen Akkuschrauber, einen schmalen Schraubenzieher, einen Schlitzschraubendreher, einen Kreuzschraubendreher, einen kleineren und eventuell eine Kombizange. Also, was machen wir zuerst? Zuerst entfernen wir alle kleinen Plastikteile, wie hier den Wasseranschluss. Seitenverkleidungen, Halterungen, die gehen einfach zum Raufschieben. Den da auch. Als nächstes entfernen wir hier diesen Teil, wo die Schläuche für die Waschseife dranhängen. Hierzu braucht ihr einen Kreuzschraubendreher. Die ist bei uns nicht mehr drinnen und dann ziehen wir das Teil einfach hoch. Und ziehen zur Seite nicht so weit, weil dahinter sind die Schläuche. Dann drehen wir das Teil um und entfernen unser Zubehör. Und beseitigen den Wasseranschluss. Hier reicht es entweder mit der Hand anzuziehen, wenn nicht, könnt ihr hier die Kombizange verwenden, um diesen Schlips hier zu entfernen. Danach könnt ihr diesen Wasserschlauch einfach rausziehen. Auf der Rückseite befinden sich dann auch zwei weitere Kreuzschrauben. Die entfernen wir mit dem Kreuzschraubendreher. Es muss aber allerdings ein langer Schraubendreher sein, damit wir da auch hinten reinkommen. Die Schrauben bleiben drinnen. Danach lässt sich das Teil einfach nach vorne wegziehen. Haben wir schon einen ganz guten Zugang. Um jetzt das Gehäuse zu entfernen, das gelbe da, müssen wir zuerst die Räder ausbauen. Dazu brauchen wir einen schmalen Schraubendreher. So. Einen schmalen Schraubendreher, um die Radkappen hier zu entfernen. Und dann geht das Rad einfach nach außen raus. Und die Nummer 2. Und Rad raus. So. Jetzt drehen wir das Teil auf den Rücken. Auf den Bauch eigentlich. Und jetzt kommen die Torx-Schrauben dran. Es gibt 8, 1, 2, 3, 4 und auf der Rückseite genauso. 1, 2, 3 und 4.
Jetzt ist er offen. Jetzt drehen wir ihn vorsichtig. Und jetzt können wir das Gehäuse hier relativ leicht nach oben entfernen. So. So, jetzt passt. Am Ende hängt noch das Stromkabel hier ein. Das können wir aushängen. Ganz einfach. Und wir haben den Deckel in der Hand. Jetzt ist hier alles zugänglich. Die Pumpe, der Einschalter, der war in unserem Fall kaputt. Den haben wir mal ausgetauscht. Wasseranschluss, Pumpe. Was ganz wichtig ist, wenn bei euch wie bei uns die Seifen Ausgabe nicht funktioniert, kann man hier schön alle Schläuche aufmachen. Aufmachen, durchblasen, einmal schön alle Schläuche. Und da hier einmal durchblasen, wieder anstecken. Genauso mit den anderen. So, beim wieder zusammenschrauben schauen wir, dass dieses Teil hier nach vorne schaut, zu uns. Dann gehören diese Stecker hier hineingesteckt, einmal, und der zweite kommt ins Gehäuse rein, das zeige ich gleich. Das hier jetzt schaut nach oben. Was machen wir? Wir tun zuerst den Stromstecker hineinstecken. Hier ist es so, der eine gehört ins Gehäuse und der andere wird ins gelbe Gehäuse gesteckt. So, und dann kommen sie beide zusammen. Okay, und dann ausprobieren, ob er funktioniert. Also jetzt dann einstecken. Funktioniert, alles gut. Und schrauben unser Gehäuse wieder zusammen. Wieder auf den Bauch. Dann der Klapparatismus. Dann kommt der da hinein. Bis zum Ende hineinstecken. Und die Nadel wieder hinein. Gesichert. Dann kommen die Räder. Nicht in dieses Loch hinein.
Und das muss man hier ein bisschen ausrichten, sodass es passt. So, so dass es bündig ist. Dann kommen die Seitenteile dran. Wenn euch das Video also gefallen und geholfen hat, liked uns und abonniert unseren Kanal. Dann kommen vielleicht noch mehr Videos von uns.